Ein Höhepunkt der Veranstaltungsserie Gartensommer Niederösterreich war das Dorfsommerfest, inspiriert von den 20er Jahren im Museumsdorf Niedersulz. Unter dem Motto Inspirationen wurde zu einer Zeitreise in die goldenen 20er Jahre geladen. Ich pflege den deutschen Genitiv, bin sehr charmant, galant und weiß mich zu benehmen. Bin ein Romantiker mit Stil, zudem besitze ich Sexappeal. Für mein Äußeres trau ich mich nicht zu schämen. Sie sehen mich sportlich und adrett und ich rauche nicht im Bett und halte meinen Körper reinlich. Ja, ich bin extra zu sein, fällt mir nicht schwer, ja, dazu stehe. Heute ist der Dorfsommer 1927, ein Höhepunkt des Gartensommers Niederösterreich. Und wir versuchen, die Atmosphäre der 20er Jahre hier im Museumsdorf widerstehen zu lassen. In Berlin oder eigentlich in ganz Deutschland, aber es fängt auch schon in Wien an, sind immer mehr junge Leute auch begeistert von der Musik dieser Zeit. Und der Daniel Malheur ist der heimliche Star von der 20er-Jahr-Szene und über eine gute Freundin von uns, der Luise Schwedt, ist der Daniel Malheur zu uns nach Niedersulz gekommen und hat uns seinen Monokelpop vorgeführt. Man darf nicht vergessen, dass das Weinviertel, zum Beispiel das Kräutal, eine sehr beliebte sommerfrische Region war. Also da ist man in den 20er Jahren aufs Land gefahren, um sich zu erholen, um Ruhe zu finden, um Sommerfrische zu genießen. Und das machen eigentlich auch viele Gäste, die zu uns ins Museumsdorf kommen. Also was liegt näher, diese Zeit und diese Idee der Sommerfrische hier wieder erstehen zu lassen? Eine sehr berühmte Veranstaltung ist der Südmeerrakiertag am 14. August. 10. September das große Naturgartenfest, heuer auch erstmals hier am neu gestalteten Dorfplatz. Und vielleicht gleich vormerken, im Herbst, 2. Oktober, der Dorfherbst, das ist die letzte große Veranstaltung. Nach dem Beginn der Planungsarbeiten vor einigen Jahren können wir unseren Gästen heuer die ersten sanierten Bereiche im Dorf zeigen. Wir haben im April das Bürgermeisterhaus neu gestaltet. Das kann man jetzt besichtigen und sich mit der Geschichte des Hauses und der ehemaligen Bewohner vertraut machen. Man sieht hier den neu gestalteten Dorfplatz mit einem neuen Küchenkräutergarten. Wir haben den Tanzstadel aus Hohenruppersdorf saniert. Es sind zum ersten neue Wiesen auf den neuen Flächen des Dorfes zu begehen, am Schlängelweg, der ebenfalls erst vor einem Monat eröffnet wurde. Also unsere Besucher, wenn die jetzt wiederkommen, können sie eigentlich jedes Monat etwas bereits Saniertes oder neu Zugängliches entdecken. Die Besucher können jeden Tag kommen von 9.30 Uhr bis 18 Uhr. Bis 2. November sind wir heuer offen. Frauen und Schwärme, die Motten und das Licht. Wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß. Das ist meine Welt, sonst gar nichts.